Hallo, ihr Internet-Rambos. Animus hier und ich bin bei Dislike und werde jetzt gemeine Kommentare von euch vorlesen und habe mir vorgenommen, ich werde versuchen, euch nicht zu beleidigen. Analimus sieht aus wie Kinder Happy Hippo. Ich mag Kinder-Happy Hippos, von daher ist das völlig okay. Und das Wortspiel mit Animus und Analimus war sehr, sehr raffiniert. Das höre ich zum ersten Mal. Selten sowas Monotones gehört. Nach Sadik, dem King of Monoton Rap, ist Animus Monoton Prinz. Unfassbar, aber das ist nur schlecht. Ich lege einfach sehr viel Wert auf Lyrics und ich spiele nicht so sehr mit meiner Stimme und werde dann wieder tiefer und schneller, damit du sagen kannst, es ist monoton oder nicht. Wenn ein Mann sich unterhält von Mann zu Mann, dann spielt er auch nicht mit seiner Stimme und mein Rap ist halt in den meisten Fällen ernst. Deshalb ist auch meine Stimme in einer bestimmten Tonlage. Aber wann wird man schon zum Prinzen gekürt? Dankeschön, Wedemeyer. Purpurnen Flüsse, bei uns in Israel nennt man das Tripper. Okay, der war gut. Da kann man nichts sagen, Herr Goldbaum. Straßenlevel. Purpur ist der Start für sein Coming-out-Trilogie und Homo-Transformation. Es werden noch Rosa und Glitzer folgen. Mann, ihr seid richtig gut mit den Wortspielen. Jetzt weiß ich, warum ich keinen Erfolg habe, wenn Straßenlevel solche Punchlines raushaut, so mittags um 12. Du bist ein heftiger Motherfucker. So, aber ich bin nicht schwul, aber ich habe auch nichts gegen Schwule, weil bleibt mehr übrig für uns, ne? So musst du das sehen. Animus sieht aus wie der Türsteher eines Lederbären-Gay-Clubs. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher du weißt, wie die Türsteher aus einem Lederbären-Gay-Club aussehen. Aber ja, scheinen ja dann eine gute Tür zu haben. Brotzeitochse. Scheiß mal auf die Verkaufszahlen. Animus, seine süßen Augenbrauen bringen mein Herz zum Schmelzen und mein Anus zum Tropfen. Okay, warum nicht? Ich habe noch nie den Anus eines Mannes zum Tropfen gebracht und das Herz zum Schmelzen. Ist auch was Neues. Beowulf. Animus ist Rapper. Da er immer von seinem Hack redet, dachte ich, er ist Metzger vom Beruf und betreibt einen Stand mit Mettbrötchen. Ey, ihr seid so lustig, weil ich komme zum ersten Mal darauf, dass Hack, das dein gottgegebenes Recht, und Hack von Hackfleisch ähnlich klingt. Das ist krass. Das sollte ich auf jeden Fall einbauen, so, das bereichert mich. Schaut euch mal Animus Kopf und sein Bart an. Schaut mal. So, wenn man seine Birne um 180 Grad nach unten dreht, dann sehe ich absolut keinen Unterschied. Der war gut, ja. Sti91. Hab versucht, auf die Julia-Alte im Video zu masturbieren, aber dieser Softie-Rap von Animus sorgt leider dafür, dass jegliche Form von Erregung im Keim erstickt. Danke für nichts, du Armleuchter. Zu deiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe auch schon versucht, auf die Julia vom Animus-Video zu masturbieren und meine Fresse kam auch immer dazwischen. Von daher, wir sitzen im selben Boot. Es tut mir leid. Ja, beim nächsten Mal zeige ich einfach nur sie, dann haben wir beide auch was zum Wichsen. So. Den fetten Animus habe ich letztens im McFit unter der Dusche angetroffen. Dafür, dass er so viel Welle macht, hat er voll den schrumpeligen Hodensack. Guck mal. Regel Nummer 1 ist, wenn du pinkelst oder duschst neben einem Mann, wohin guckst du ihm nicht? Auf seinen schrumpeligen Hodensack. Das heißt, wenn du so genau hinsiehst, dass du trotz Shampoo und allem siehst, dass mein Hodensack schrumpelig ist, dann solltest du dir ernsthafte Gedanken machen. Und ja. Ich beneide dich auf jeden Fall um deinen aalglatten Hodensack. Wünsche dir für alles Gute für die Zukunft damit. Kräuterbaron. Rap in Deutschland ist Fremdschämen pur. Flair, Animushi. Guck mal, noch so ein Goldjunge von Lyriker. Jihad, Pusido, Gay One. Die sollten einfach sowas drehen wie Berlin Tag und Nacht. Dann bin ich mir sicher, dass genau dieses Klientel auf eure inszenierten Kindergartenzickereien drauf anspringt. Es gibt ja ein Format, das irgendwie versucht, Berlin Tag und Nacht aus Deutschrap zu machen. Das heißt Rap Update. Da kannst du drauf gehen und das ist ungefähr dasselbe. So, ich habe es jetzt geschafft, niemanden zu beleidigen. Guck mal, ich bin richtig Ahla Alem. Das war Animus bei Dislike. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen jucken. Und ihr habt unfassbar krasse Wortspiele ausgepackt, die ich mir auf jeden Fall aufschreiben muss jetzt für mein nächstes Album, damit es nicht mehr so beschissen ist. Ansonsten bestellt euch mein Album Purpur vor, 2. Februar. Peace.